So, Kerbin Skensert ist der gleiche wie der andere Skensert, oder? Kerbin Skensert, Moon Skensert. Der Moon Skensert ist ein bisschen teurer. Warum auch immer. So, jetzt können wir noch gucken. Der hat eine Antenne, der hat ein Scanner-Ding und der hat so ein Ding. Jetzt können wir mal gucken, ob wir noch irgendwas Scienceiges mitnehmen können für einen Orbit. Gibt es da irgendwas Spannendes? Ein orbitales Teleskop. Da können wir schon mal uns alles angucken. Das ist doch cool. So. Ach, das geht jetzt natürlich nicht, genau. Okay, aber wir haben eine Antenne, wir haben das, wir haben ein bisschen Temperature. Was braucht man noch vorbereitend für sowas? Ein Multispektralsensor. Ich habe schon was Cooleres. Oh, den können wir ja mal mitnehmen, ne? Ich habe keine Ahnung, was der. Ups. Ups, das wollte ich nicht. Entschuldigung. Haha, Duplicate-Rakete. So, Multispektralsensor. Wie groß ist denn der? Oh, der ist gar nicht klein, ne? Ich muss mal ganz kurz hier das Ding aufmachen. Damit kann man bestimmt schon coolere Sachen scannen. Extend. Heiliges Kanonenrohr. Das sieht aber abgefahren aus. Wo krieg ich den denn jetzt dran gedengelt? Hier oben, oder? Das stört ja eigentlich nicht. Wenn man den wieder zusammentüdelt, ist der gar nicht so groß. Kann man schön das Fairing drum packen. Ah, mit dem Multispec kann ich auch nach Biomen scannen. Das ist natürlich cool. Biome sind witzig. Da gibt es, glaube ich, kann ich auch Anomalien entdecken und sowas, ne? Weil das wurde ja angeregt, dass ich ein paar Anomalien mal besuche. Dann lasst uns den auch noch mitnehmen. Ich glaube, das wird uns jetzt nicht umbringen. Wir haben 6000 Delta V. Das reicht wohl ganz knapp. Und dann machen wir hier ein schönes Fairing außenrum. Dann sieht das auch keiner. Zack. So, und jetzt muss ich nochmal gucken, habe ich denn hier meine gute alte Brakes? Habe ich natürlich nicht. Zack, das heißt, wir werden hier Toggle Antenna und Extend Solar Panel auf die Bremsen Action Group legen. Und hier einmal gucken, dass die Ejection Force, jawohl, ist es ein Clamshell Deploy? Ist jetzt ein Clamshell Deploy. Mit einer 100er Ejection Force, das sollte ganz gut passen. Und dann würde ich mal sagen, fliegen wir nach Minmus, oder? Ja, danke für eure Unterstützung, weil Scansat ist, ich habe das mal grundsätzlich für den Modding-Mittwoch vorgestellt und dann Ewigkeiten nicht mehr angefasst. Gut, dann würde ich sagen, haben wir eigentlich alles, was wir brauchen, oder? Essen brauchen wir nicht, Habitation, ich gucke gerade meine Checkliste durch. Habitation brauchen wir nicht, Strom ist dran mit vier Solarpanels, Staging ist sauber, soweit ich das sehen kann, jawohl. Fallschirme brauchen wir auch nicht. Ja. Dann können wir das erste Mal einen Multispektralsensor einsetzen. Bin gespannt. Hoffentlich haben wir dafür genug Strom, aber das ist ja noch eine andere Geschichte. Okay, das heißt, wir hämmern das Ding jetzt Richtung Minmus und dann gehen wir zum Mond und fahren ein bisschen Rover. Da freue ich mich auch schon drauf. Wir wollen ja heute den komischen Bogen entdecken. Das heißt, unser Scout, ich glaube, das ist der. Oh, jetzt lass mich lügen. Ich glaube, der. Wie ist denn unser Scout? Pitt? Nee. Ist Pitt unser Scout? Ich habe vergessen, wie unser Scout heißt auf dem Moon. Wie heißt unser Scout auf dem Moon? Ihr wisst doch sowas. Ihr wisst doch alles besser als ich. Auf jeden Fall der Scout auf dem Moon, wer immer er ist, der wird sich heute den Rover schnappen und das erste Mal diese Gegend ausscouten. Gut, und ich würde sagen, wir starten jetzt in Richtung Minmus mit dieser Rakete und Feuer frei. So, los geht's. Das sollte alles relativ stressfrei funktionieren. Das war ja eine sehr einfach gestrickte Rakete, die ist ziemlich straightforward, die hämmert das Ding halt einfach erstmal nach oben. Ich versuche jetzt schon mal, solange ich noch Kontrolle über die Flossen habe, so ein bisschen eine Art Gravity Turn einzuleiten, weil das Ding halt einfach dann sehr, sehr brutal nach vorne geht. So wie der Solid Fuel Booster halt Gewicht verliert. Und dann die Oberstufen sind halt einfach relativ klein, relativ effizient, relativ wenig Gewicht, sodass wir damit insgesamt ziemlich weit kommen dürften. Und ihr seht schon, wir gehen jetzt schon heftig in den Überschallbereich. Ja, ist eine Männerrakete, ne?
Ich hätte noch einen Booster an die Booster kleben können, aber ich glaube, dann wird er auch zu schnell. Dann verglüht uns der ganze Kram hier. Das wäre nicht gut gewesen. So, ich guck mal, wie gesagt, wie viel wir hier noch gedreht bekommen über unsere Fins hinten, also über das Leitwerk, damit wir nicht zu hoch gehen, sondern das hoffentlich auch schon mal ein bisschen zumindest in seitliche Bewegungsenergie umsetzen. Aber wir hatten das auch letztes Mal schon, dass die Apoapsis mit dem Hobel hier etwas höher wird. Aber gut, das heißt dann auch, wir können an der Stelle mit relativ wenig Energie einen Orbit erzeugen. Und hey, ne? Der Booster richtet's schon. Okay, das würde ich sagen, reicht dann auch. Dann können wir hier erstmal Fahrt rausnehmen, uns abtrennen und wir sind auf 60 Kilometer. Dann kann das ja auch schon mal auf. Sehr schön. Und wir drücken die Bremse Action Group, damit unsere Antenne aufgeht und wir unsere Solarpanels schon mal raus haben. Auch wenn das im Moment noch eher so medium ist mit dem Fliegen. So, mit der Sonne meine ich, nicht mit dem Fliegen. Mit dem Fliegen ist super, nur mit der Sonne ist nicht so gut. Gut, jetzt machen wir mal... Das Teil sieht aus wie ein... Ja, Kashi, vielleicht ist es dir schon mal aufgefallen. Ich weiß nicht, guck dir mal so ein paar Raketen aus der Raumfahrtgeschichte an. Dass die Rakete an sich generell ein ziemlich phalluslastiges Symbol ist, vielleicht schon mal bemerkt. Ja. Science mit dem Teleskop habe ich, glaube ich, schon mal gemacht, aber ich kann mal Science Now anschalten. Nö. Seht ihr? Doch, habe ich noch nicht. Kann man mal machen. Danke für den Hinweis. Funken wir gleich mal nach Hause. Ah, vielleicht sollte ich nicht zu viel funken. Fällt mir gerade auf. Ah, nichts mehr funken. Erinnert mich daran, dass ich nichts mehr funke, bis ich Sonne habe. Das wird sonst ein bisschen assi. So, wir sind dabei, einen Orbit draus zu machen. Und danach geht's dann nach Minmus. Set as Target. Das heißt, wir können dann gleich, wenn wir den Orbit haben, hier einmal unsere Plane angleichen. Und dann machen wir den Transferorbit. Ist ein gutes Bier. Ist ein gutes Bier, muss man der Fairness aber sagen. So, ich kippe hier mal den Rest aus der Flasche noch mal rein. Und nebenbei aufpassen, dass der Orbit fertig ist. So. Meine Güte, heute dauernd fliegen und Bier trinken gleichzeitig. Das ist gar nicht alles so einfach. So, dann haben wir ja das schon mal fertig. Müssen wir jetzt, glaube ich, mal kurz warten. Ja, das nächste Manöver ist schon im Sonnenschein. Dann können wir es zumindest mal vorbereiten. So, zack, Add-Manöver. Und dann einmal nach unten an dieser Stelle. Schwupp, so. So sollte das grob funktionieren. Burnzeit von 10 Sekunden, sagt er. Na, dann können wir ja mal Warp to Next Manöver anschmeißen. Da müsste auch kurz vorher die Sonne noch reinkommen, dass wir wieder voll aufgeladen sind und nebenbei wahrscheinlich hier so ein bisschen Science betreiben dürfen. Zack, zack. Das schadet ja alles nicht, dass wir hier mit dem Orbital-Teleskop schon mal ein bisschen rumlinsen, was so los ist. Das sind nämlich auch wieder lecker Science-Punkte, mit denen wir uns vielleicht was Schönes kaufen können. Und nein, ich komme nicht aus Bayern. Wirkt das so, als ob ich aus Bayern komme? Ich wohne in Norddeutschland. Ich habe früher mal in Bayern gelebt, ist aber zugegebenermaßen eine Weile her. Ich hoffe nicht, dass man das noch hört. Oder ich glaube nicht, dass man das noch hört. Nix gegen bayerische Dialekte. Aber ich glaube... zu glauben, dass man das nicht mehr hört. So, wir sind kurz vor Zündung. Und wir fliegen los in Richtung Plane Change. Ja, ja, mach halt. So, bisschen Schwung raus, damit wir das exakt halten können. So, und noch. Da war gerade kurz noch was anderes, das habe ich jetzt verpasst. So. Und wie gesagt, nein, ich komme nicht aus Bayern. Das ist, da wäre ich jetzt auch tief getroffen gewesen, wenn du gesagt hättest, ich habe einen bayerischen Dialekt. Das hätte mich stark gewundert, wie du darauf jetzt kommst.
So, für bayerische Dialekte ist nämlich der Emojack zuständig. Da musst du bei ihm mal vorbeigucken. Das teilen wir uns. Na. Ich klinge sehr nordisch. So, jetzt machen wir hier mal Manöver in Richtung. Huch, das war ein bisschen viel des Guten. Schwupp. Ah, auch wieder ein sehr exakter Treffer. Sehr schön. Wie nah kommen wir da ran? Schwuppdiwuppdiwupp. So. Kann man schon mal gucken, ob wir das nicht noch ein bisschen. Ah, das machen wir nachher. Das innenpolaren Orbit ändern. Das ist ja an Minmus alles nicht so aufwendig. Gut, dann haben wir jetzt nochmal einen 28-Sekunden-Burn und dann ist der Hobel hier auch durch. Mit dem, was er zu tun hat. Das heißt, wir können auch wieder Warp zum nächsten Manöver machen. Denn der hält immer so eine Minute vorher an. Was für mich übrigens der Unterschied, wann ich einen Warp zum nächsten Mal. Ja, warum? Sonst hält er immer jeden Time Orb an, aber der zieht ihn wieder hoch. Gut, die haben wir jetzt nicht mitgenommen. Zack, zack. So, wenigstens noch ein bisschen Science mitnehmen. Vielleicht erwischen wir noch was. Kerbin's Deserts. Jawohl. Wenn wir wieder aufpassen, gleich ist nämlich wieder Sonne vorbei. So. Mal gucken, ob da noch was anderes kommt. Ja. Ich habe noch Sonne, ne? Ja. Na, dann nehmen wir den auch noch mit. Noch können wir uns aufladen und dann kommt gleich unser Burn. Hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. Haben wir jetzt nicht mitgenommen. Danke dafür, Iblali. Was möchtest du mir sagen? Idel, was möchtest du mir sagen? So. Übrigens, wir haben es bald durch, dass der ScanSat auf Kerbin sein Bild erstellt hat. So. Guti, dann. Kleiner Burn in Richtung Minmus. Das gucken wir uns mal auf der Map an, dass wir es auch sauber. Treffen. Oh, jetzt ist hier erstmal Split alle. So, dann letzte Stage. Bestes Triebwerk ever. Nämlich unser kleines Spark-Triebwerk. Aber jetzt halt sehr, sehr. Sexy zu fliegen, das Maschinchen. Obwohl es nicht mehr besonders exakt steuert. Weil es jetzt einfach auch nichts mehr wiegt. Ah ja. YouTuber und Beef. Ja, sorry, Idle, bei sowas bin ich tatsächlich raus. Mit sowas kenne ich mich so gar nicht aus. Also von diesem Drachenlord-Menschen habe ich auch schon mal gehört, das muss ich zugeben. Der ist ja. Recht berühmt, berüchtigt. Ich glaube, das war der erste Fall von Swatting in Deutschland, oder? Dem haben sie doch irgendwie ein Einsatzteam in die Bude reingeschickt. Irgendwelche Zuschauer oder sowas. Also quasi während dem Livestream. Meine ich mich zumindest zu erinnern, das mal gehört zu haben. So. Periops, ja, das lassen wir gelten. So. Was wird das denn für ein Kurs danach? Verrückt. Okay. Gut, so lassen wir das Manöver. Und dann sind wir jetzt hier unterwegs. Und unser orbitales Teleskop wird jetzt wahrscheinlich gleich den Space Near irgendwas verlassen und dann nicht mehr funktionieren, nehme ich zumindest mal an. Ja, genau, irgendwie sowas. Also das nennt sich Swatting. Also es geht gar nicht so sehr darum, dass da das SWAT kommen muss, sondern Swatting ist so der englische Fachbegriff für dieses. Du rufst irgendwelche Einsatzkräfte an und jagst die jemanden ins Haus unberechtigt. Ob das dann die Feuerwehr oder sonst was ist, ist tatsächlich egal. Es ist trotzdem Swatting. So, ja, dann würde ich sagen, Mondbasis, ne?
Wir setzen uns mal eine Alarmglocke. Jetzt geht das nämlich langsam los. Für den Sphere of Influence Change in 9 Tagen. Und dann können wir zum Space Center zurück. Und uns dann dem Rover zuwenden. Ja, es ist ja Fachbegriff. Also so heißt das halt. Wie nennt man das denn sonst? Nennt man Fachbegriff. So. Ja, bezahlen muss das im Regelfall der, der es ausgelöst hat. Also das gab auch richtig Ärger, soweit ich das mitbekommen habe, für die Leute, die diesem Drachenlord-Menschen das da auf den Hals gehetzt haben. Die haben sich da bei den Rechtsprechungsbehörden nicht besonders beliebt gemacht, aber sie können jetzt mit Fug und Recht behaupten, dass sie einen Präzedenzfall geschaffen haben, wie viel Kohle man dafür so zahlen kann. Das war nämlich relativ teuer, glaube ich, dass da die Feuerwehr angerückt ist. So, genau, weil unabhängig davon, was man über Leute denkt oder nicht denkt, es gibt halt immer so gewisse Grenzen. Und guck mal, was wir hier noch alles an saftiger Science ernten können. Nam, nom, 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 nom. So, wie geht's dem denn hier so? Die haben noch Strom für 4 Tage und 3 Stunden. Das ist prinzipiell ja okay. Und wir können, glaube ich, mal zwischendurch die Alkaline Fuel Zelle abschalten, wenn ich sie finde. Da ist sie. Ha, fast auf Anhieb. So, weil. Wir brauchen ja nicht die ganze Zeit. Also, Habitation sieht gut aus. Essen sieht auch gut aus. Life Support läuft überall, wenn ich das richtig sehe. Ist alles an. Das ist so das Maximum, was wir momentan rausgepresst bekommen aus dem Hobel. So, was ist hier noch? Hier ist Habitation an. Jawohl. Und hier ist Habitation hoffentlich auch an. Jawohl. Gut. Aus irgendeinem Grund sind meine Lampen aus. Ah, so haben wir zumindest ein bisschen. Ich guck mal, jetzt so ganz im Dunkeln sieht man auch, dass meine Bauleuchten funktionieren. Aber fürs nächste Mal sollte ich vielleicht einfach andere Lampen mitnehmen. So, die Crew ist hier am Start und wir können mal die ganzen Geschichten machen. Haben wir genug Strom? Ja. Wir senden das mal nach Hause soweit. Das ist, glaube ich, eher was zum Aufheben. Magnetometer. Zack, zack. Speichern. Hatte ich nicht. Beide angeklickt? Scheinbar ja nicht. So. Was hier drin? Oxygen. Brauchen wir nicht. Science Junior. Observe Materials Bay. Zack. So viel leckere Science. Nein, ich will das nicht transmitten. Ich will das speichern. So. Das ist unsere Fuel Cell. Log, Radio, bla bla, Plasma-Gedöns. Also, das geht auf jeden Fall. So. Ein Amok-Alarm gibt es bei euch in der Schule. Was es mittlerweile alles für abgedrehten Scheiß gibt, ne? Achso. Atmospheric Use or Surface Deployment. Try again in space. Okay, also die darf hier nicht. Hydrogen, Tank brauchen wir auch nicht. Magnetometer Boom. So, das geht auf jeden Fall. Das können wir auch funken. Zack. Mystery Goo. Wir haben ja auch noch gar kein Surface Sample genommen. Das ist ja verrückt. Okay. Nein, 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 nein. So. Jetzt haben wir noch einen EVA-Report und ein Surface Sample offen. Und unser Scout heißt Pit tatsächlich. Gut, das hatte ich richtig im Kopf. Der Pit, unser Scout. Der kann sich jetzt zumindest schon mal damit beschäftigen. Hier die EVA-Reports und die Surface Samples zu machen. Bop, 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 bop. EVA-Report. Keep Experiment, Surface Sample, Keep Experiment. So, jetzt überlege ich gerade, ob wir den Ausflug. Ne, wir machen den mit dem Rover, ne? Wir machen den schon mit dem Rover. Wir warten, bis Sonne kommt. Ich könnte natürlich auch einfach so einen Reservetank hier nehmen und rüberfliegen, ne? Das ist ja nicht so weit. Aber lasst uns mal warten, bis Sonne da ist. So. Grab. Bop, 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 bop. Einmal die Leiter hoch, bitte.
Und so. Damit haben wir das hier alles erledigt erstmal. Gut, und jetzt kommt eigentlich der Part, wo wir die Zeit so lange vorspulen, bis entweder unser Strom alle ist, dann muss ich gleich mal die Fuel Cell wieder anschalten. Oder wir wieder im Sonnenlicht sind. Das dauert jetzt nämlich einen Moment. Aber es ist gar nicht mehr so weit. Ich muss noch einmal kurz zwischendurch wahrscheinlich die Fuel Cell jetzt anschmeißen. Deshalb hatte ich die auch gleich mal da gelassen. Weil jetzt haben wir relativ viel Fuel in der Fuel Cell gespart durch die Aktion. Weil wir einfach gesagt haben, hahaha, Bösewicht, du musst ja gar nicht die ganze Zeit laufen. Du kannst ja auch einfach mal den Akku erstmal leer saugen. Solange hier noch alles gut ist. So, also wir zoomen das jetzt gerade rüber, dass hier einmal wieder sauber im Lichte sind. Hatte ich jetzt hier eigentlich diesen Science-Container rangebaut? Ne, den hatte ich an die Raumstation gebaut. Hier hattet ihr mir das noch nicht erklärt. Ah, ärgerlich. Na gut. So, dann gehen wir hier wieder auf 1000er Zoom. Dann sind wir relativ bald durch und hoffentlich haben wir dann auch vielleicht mal zwischendurch irgendeins von den Scansat-Dingern abgeschlossen. Ah, wenn man vom Teufel spricht. Der Scansat-Scan von Kerbin ist fertig. Das ist doch schön. Und der vom Mond ist bei 76% von 75%. Ich hätte da irgendwie die Erwartungshaltung, dass er jetzt auch fertig ist. Ah, sehr schön. Okay, wir haben also auch einen Low-Resolution-Scan vom Mond. Das sieht doch gar nicht schlecht aus bisher. Big Map. Celestial Body ist Kerbin. Ah ja, lassen wir es mal auf Kerbin. Der baut das eh gerade so schön auf. So. Mal kurz mal gucken, dass wir nicht im Time Warp sind. Ne. Okay, also das ist ja noch relativ low. Tatsächlich. Das meinten die also mit Low-Resolution-Scan. Der ist tatsächlich nicht so gut, der Scan. Aber man kann zumindest die Altitude erkennen. Also wir haben hier scheinbar... Achso, aber Farbe gibt es noch gar nicht. Schade, ich hätte jetzt gedacht, wir haben irgendwie... Farbe oder sowas. Okay, und vom Mond haben wir das Ganze auch. Größtenteils zumindest. Da gibt es auch noch ein bisschen weiße Flecken, sage ich jetzt mal. Oder grau in unserem Fall. Gut, also wir haben schon mal die ersten Sachen mit Scansat fertig. Da müssen wir jetzt nur die Satelliten bleiben natürlich hier und erforschen weiter den Mond und Kerbin. Ja, aber jetzt wird es natürlich spannend. Anomalien kann man damit nämlich, glaube ich, nicht entdecken. Da müssen wir dann, glaube ich, mal auch irgendwann mal Multispektralscanner hin. Aber erstmal testen wir den an Minmus aus, bevor wir sowas machen. So, und jetzt gehen wir nochmal in den Time Warp. Und gucken mal, ob wir es mit dem Stromvorrat diesmal schaffen, in die Sonne zurückzukommen. Es dürfte fast hinhauen. Sonnenaufgang in kurzer Zeit zumindest. Aber es reicht nicht ganz, oder? Es ist, weil wir in so einem Krater drin sitzen, haben wir die Sonne noch nicht. Was habe ich denn hier angewählt? So. Hier ist noch dunkel. Also lassen wir die einmal laufen. Zip. Nee, das war's nicht. Hier war sie, ne? Hier irgendwo. Ja. Also einmal die Fuel Cell an, dass wir nochmal ein bisschen Strom reingepumpt bekommen. Und an irgendeinem Punkt müsste hier gleich die Sonne hochkommen da hinten. Aber es dauert noch einen Moment. Eben weil wir in so einem finsteren Loch sitzen, das sich Krater nennt. So. Gut, können wir die Fuel Cell aber wieder ausmachen. Und jetzt müssten wir innerhalb weniger Stunden hoffentlich zu dem Punkt kommen, dass hier auch mal die Sonne auftaucht. Meine Güte, ehrlich jetzt? Ah, sehr schön. Okay, und jetzt können wir anfangen mit dem Rover zu arbeiten. Wir haben jetzt noch Zeit bis zum Ankommen bei Minmus haben wir noch 7 Tage Zeit. Das reicht locker, dass wir noch was reißen können. Und das heißt auch, dass Pitt sich jetzt mal auf den Weg macht und mit unserem kleinen Rover losfährt in Richtung von diesem ominösen Alien-Bogen.
So. Genau, und vielleicht mal nebenbei erwähnt, der Neo hat ein Projekt gestartet, einen kleinen YouTuber, KSP, aber auch Dinge, die andere spielen, Kalender zu erschaffen, wo ihr unsere Livestream-Termine drin finden könnt, dass wir die da eintragen. Ich habe meinen Scheiß schon eingetragen. Und soweit ich es verstanden habe, der Emo und der Kühno machen auch mit, beziehungsweise irgendjemand trägt ihre Termine ein. Ich will jetzt nicht vorweggreifen, ob sie das selber tun oder nicht. Ich kann auf jeden Fall sagen, ich unterstütze das und trage meine Termine sogar selber brav in diesen Kalender ein. Das heißt, wenn ihr mit Twitter und Discord und zufällig online sein nicht gut klarkommt, sondern einfach sowas Spannendes wie einen Kalender haben wollt, quasi das klassische Mittel zur Terminplanung, dann könnt ihr diesen Kalender nehmen und Neo schreibt ja auch gerade, die machen beide tatsächlich mit. So, wir hatten jetzt noch gesagt, wir machen vorne die Bremsen aus. Dass wir nur über die Hinterachse bremsen, damit wir uns nicht wieder überschlagen. Zack. So, wir haben ein bisschen Lebensmittel dabei. Wir haben ein Ziel, das ist der Bogen da oben. Und wir haben hoffentlich genug Mut. Das Ding hier zu fahren. Ich bin gespannt, wie sie es jetzt fährt nach den Umbaumaßnahmen. Es ist jetzt tiefer gelegt, es ist jetzt ein bisschen zentraler von der ganzen Konfiguration her. Das heißt, ich hoffe mal, man kann das fahren. Ich muss trotzdem vorsichtig sein, weil diese Reifen hier sind, glaube ich, also die ersten Reifen, die man hat, nicht, dass ihr euch da mal ins Boxhorn jagen lasst, sind ausgelegt auf, ich glaube, knappe 10 Meter pro Sekunde Geschwindigkeit. Und das ist nicht so besonders viel. Das heißt, wenn ihr mal sowas habt, dann immer schön darauf achten, dass ihr auch. Also ich probiere gerade mal das Bremsen aus. Das sieht ganz gut aus, dass er sich nicht nach vorne überschlägt. Genau. Achtet dann immer darauf, dass solche Rover euch nicht um die Ohren fliegen, weil sie zu schnell werden. Denn ab 10 Meter pro Sekunde kriegen die Räder dann unheimlich hohe Stresslevel. Also über 10 Meter pro Sekunde. Und das sorgt natürlich dafür, dass euer Reifen dann mit großer Wahrscheinlichkeit explodiert. Ich bremse jetzt ein bisschen gegen. Wir fahren jetzt erstmal mit 5 Meter pro Sekunde in dieses Tal runter. Das ist größtenteils eher ein Rollenlassen. Das sieht aber, wie gesagt, gut aus vom Handling her. Und das ist, glaube ich, immer noch schnell genug. Und wieso soll ich zwei mitnehmen? Ich habe nur einen Sitzplatz, wenn du Kerbals meinst, mit zwei mitnehmen. In diesem kleinen Minipod ist exakt Platz für einen Kerbal. Und das ist im Moment unser Scout, der dahin unterwegs ist, um das erste Mal auszukundschaften, was da eigentlich so geht. So, und während der Rover hier den Berg runterrollt, kann ich mal einen Schluck trinken. Hoffe ich. Denn wir wollen natürlich wissen, was es mit diesem ominösen Steinbogen auf sich hat. So. Und endlich ist es soweit, dass wir hinfahren können. Oh nein, Stein voraus. Oh. Sehr gut gemacht, Pit. Sehr gut. Also, nicht, dass die Steine einen Kollisionsbody hätten. Kann natürlich auch einfach durchfahren. Das ist mir auch schon klar. Aber aus optischen Gründen machen wir sowas natürlich nicht. So, und wir bremsen mal unseren Roamer ein bisschen, damit es nicht zu schnell wird. So, wir fahren hier durch das Tal durch, haben schon einen halben Kilometer geschafft. Ich meine, wir sind ja auch immerhin mit fast 20 km/h unterwegs. Hui! Aber es ist schneller als Laufen auf jeden Fall. Spannend wird es natürlich, diesen Berg hochzufahren. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. So, jetzt hält sich das mit der Geschwindigkeit halbwegs. Ja, und unser erster Scout, der auch wirklich dem Scouting-Business nachgeht, indem er neue Dinge erforscht, nämlich diesen ominösen Bogen. Und ich bin gespannt, was wir da rausfinden können oder ob wir da irgendwas rausfinden können. Auf jeden Fall sollte das unsere Kerbals hoffentlich neugierig genug machen, um nach weiteren solcher Anomalien Ausschau zu halten, ob sie daraus irgendwas lernen können. Und ich hätte natürlich auch noch zwei Räder mitnehmen können, aber Pit kann die ja nicht anbauen. Der ist ja ein Scout und kein Ingenieur. Es ist eine vermaledeite Kiste. Dass das nicht so soll. Ja, und ich muss auch sagen, also dafür, dass wir den da mal eben zusammengebastelt haben und ein paar Fehlversuche auch zwischendrin hatten, ist der doch gar nicht so schlecht geworden, ne? Und wir können noch hier eine Antenne ausfahren, damit wir auch noch Funkkontakt halten können mit allen möglichen Leuten.
Kirmen zum Beispiel. Echt, man kann bis nach Kirmen funken mit dem Ding? Krass. Von weiter oben sieht es auch gar nicht mehr so spektakulär schnell aus, ne? So, erste Kilometer ist geschafft. Wir sind fast durch das Tal durch. Und kommen dann gleich auf der anderen Seite hochgefahren zu dem Bogen, den wir dann natürlich erscouten werden. Natürlich ist jetzt der Pit nicht dafür zuständig, hier die großen wissenschaftlichen Ergebnisse zu liefern, aber Pitt ist als Scout natürlich ausgebildet für Gefahrensituationen, ja, und wird deshalb als erster vorgeschickt, um erstmal zu gucken, ob es dort gefährlich ist, ob da irgendwie Strahlung ist, ob einem die Augäpfel platzen, wenn man zu nah rankommt, oder dort kleine graue Aliens unter dem Bogen sitzen und Sommersonnenwende feiern. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Und guten Abend an den Jannekai und willkommen. Ja, genau. Deshalb fährt der Pit auf jeden Fall vor und ist der Erste, der sich das angucken darf. Und wenn er dann festgestellt hat, dass das alles gut ist und wir feststellen, dass es hier Dinge zu erforschen gibt, dann müssen wir natürlich gucken, dass da Wissenschaftler hinkommen. Und ich glaube, da müssen wir auch wirklich mal gucken. Ich glaube, ich hatte auch schon Geologen aufgenommen, wenn mich nicht alles täuscht, in das Raumfahrtprogramm. Also einen Geologen, der zum Mond wollte. Und vielleicht müssen wir den dann hinterher schicken, um hier auch noch herzukommen und die Basis ein bisschen erweitern. Und der kann dann diese Bodenexperimente mitbringen, dass wir das da oben mal ein bisschen verminen können mit Experimenten, weil wir haben jetzt Rover, um da hinzufahren. Ja, jetzt habe ich fast einen Herzinfarkt gekriegt, weil plötzlich dieses Geräusch kam und der BZB Noir, ich hoffe, das ist so richtig ausgesprochen, ist jetzt auch ein Carbonaut. Und damit sind wir bei 203, wenn ich immer noch richtig zählen kann. Idle als Scout bewerben. Idle kann sich als Scout bewerben für... Wo ist der Krake nochmal? Bob? Ah, ich bin kein netter Mensch. Tut mir leid, Idle. Ich mag dich trotzdem. Auch wenn das manchmal nicht so wirkt. So, jetzt kommen wir mal der Anhöhe. Und rücken zur Anhöhe und rücken der ein bisschen intensiver zur Leibe. Aber das sieht ganz gut aus. Der Rover ist echt sportlich, auch im Hügel nehmen. Also ich kann sogar noch beschleunigen den Berg hoch. Also dafür, dass wir hier gerade eine 20 Grad Steigung hochasseln, ist das echt in Ordnung. Und wir haben fast 2 Kilometer geschafft zu unserer Basis. Unser kleiner Rover ist tatsächlich ein Steigwunder und er liegt sehr, sehr stabil auf der nicht vorhandenen Straße. Sehr schön. Und der Trap Tiger! Oh Gott, nee, das heißt nicht Trap Tiger, das heißt Trap Trigger. Trap Trigger? Trap Trigger? Trap Trigger? Trap Trigger? Man weiß es nicht. Aber willkommen als Kommonaut und du müsstest dann die Nummer 104 sein. Also der nächste kriegt die 105. Also falls irgendjemand von euch hier gerade zuguckt und im Chat hängt und noch nicht Follow gedrückt hat, du hast jetzt die einmalige Chance, die wunderschöne runde Nummer 105 zu bekommen. Also drück jetzt auf Follow und dann bist du mein 105. Follower, falls ich richtig mitgezählt habe. Angaben sind natürlich wie immer ohne Gewähr. So, wir sind aber auch gleich auf dem Berg oben angekommen. Wir sind quasi über dem Berg. Habe ich 105 gesagt? Natürlich 205. Du bist noch viel höher in der Zahl, weil es viele Follower sind. So.